So, hallo und herzlich willkommen zurück. Das ist schon Spiel 4. Wir machen weiter mit der Story. Und ja, mal schauen, was uns hier noch erwartet. Wir haben unseren James Kidd verärgert in der letzten Folge. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich werden wir jetzt den Bösen doch irgendwie erledigen und diesen komischen Waisen befreien. Wie auch immer das ist. Und wieso der so toll ist. Keine Ahnung. Das geht doch einfach, oder? Jo. Ich will immer noch meine Tauchglocke haben. Das ist eigentlich alles, was ich will. Damit ich da weiter in der Welt weitermachen kann. Ey, was ist denn das jetzt? Als ob ich oben sein muss. Ja, ich muss oben sein. Unbemannt. Sequenz 5. Ist das nicht romantisch? Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Wieso hat er sich jetzt in den Finger geschnitten? Du heißt nicht James, oder? Nee. Meistens nicht. Komm mit. Tja, ich dachte, das ist ein Tussi. Mit Berserkerfallen auf Grobianen schießen, Scharfschützen, was? Scharfschützen mit Schlaffallen, bitte. Alles klar. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Gott, Edward. Muss ich dir das erst noch erklären? Also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. Hey, wollt uns hier dieser Spanier besuchen? Torbe? Hast du nicht gehört, was geschehen ist? Er wurde auf dem Weg hierher von Banditen angegriffen. Bukane. Ein dreckiges Geschäft. Mein Gott. Lauf? Ist entkommen, habe ich gehört. Okay, die haben jetzt ihren Spaß. Ich brauche jetzt Schlafpfeile. Okay, gut, die haben da richtig Spaß. Der erste ist down. Ich frage mich nur, was passiert, wenn die Zeit ausläuft. Stirbt er? Ja, oder? Okay. Alles klar, lass die mal alle resetten. Ich sehe zwei Türme. Wo ist der dritte Turm? Brauch Scharfschützen. Raus. Kriege ich den da hinten? Nee. Scheiße. Aber ich krieg den hier auf jeden Fall. Schlaf. Nacht die Nacht. Intruder, I need some help here. Nein. Immer schön ruhig bleiben, meine Freunde. Erstmal in die Eier stecke und dann ist alles gut. Hm.
Weißt du was? Ich glaube, du wärst mir als Berserker lieber. Und ich glaube, da hinten so ein Berserker ist auch nicht so schlecht. Oh, scheiße. Na, 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 na. Immer ruhig bleiben. Den da oben soll ich schlafen legen. Einer von zwei. Ah, ich brauche noch zwei. Okay, vergiss es. Dann muss ich irgendwie zu dem Turm da hinten kommen. Okay, wir müssen die Glocke sabotieren. Das ist wichtig. Aber nicht, wenn der da hinten rumläuft. Die da hinten alle rumlaufen. Okay, das könnte jetzt das nötige Zeitfenster sein. Okay. Da hinten müssen wir hin. Wenn ich den da hinten besser kann, das. Genau, die laufen dahin. Und ich lauf dran vorbei. Du hast nichts gesehen. Ich bin ein Gänseblümchen im Wind. Schlaf. Nur, du bist sehr müde und kriegst einen Tritt in die Eier. Nix praise the alarm. Sehr ungeschickt, oder? Du weißt, sie ist katholisch. Ja, von ihr wusste ich nicht. Nur vom Papst bleiben. Na gut. Jetzt ist auch schon egal. Ja, Moment. Moment. So. Da müssen wir halt ein bisschen Ärger machen. Ist ja nur halb so schlimm. So, halt, 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 halt. Ein Nickerchenpfeil und gute Nacht. Perfekt, alles optional erledigt. Mehr wollte ich nicht. Und sabotieren. Easy. Okay. Einer noch. Der Hund. Ja, ja, bla bla. Aber legt jemand dazu zu den anderen, dann fällt es nicht so auf. Gut, eine Glocke noch. Alles klar. Wie machen wir es am besten? Was passiert, wenn du da hinten anfängst, Ärger zu machen? Aber nicht nur du alleine, sondern du kriegst hier Hilfe von dem hier. Die haben den einfach niedergemäht, Alter. Lol, den auch. What the fuck? Was seid denn hier für Opfer, Alter? Jetzt. So, du da hinten machst Ärger. Und du hier gehst eine Runde pennen. Und du hier gehst eine Runde pennen. Sehr schön. Der da hinten ist jetzt mittlerweile alleine auf seinem Posten und geht schlafen. Den musste ich einmal kurz in die Eier treten. Das ging vorher nicht anders. So, jetzt. Der schläft da oben. Weg mit dir. So. Wo war hier der gepennt hat? Ah, jetzt ist er aufgewacht. Schlafen, aber auf die andere Art. Okay, ab zum Kid. Der nicht wirkliche James. You there. Ich brauche Hilfe. Auf einmal auch die ganz andere Stimme, gell? Sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Nun gut. Und schwach. Dann nimm meinen Arm. Oh. Gott segne euch. Mein Gott.
Wir Männer sind echt so leicht zu täuschen, ey. Ist schon traurig. Ich habe keine Pfeile mehr, keine Schlafpfeile zumindest. Ich mach Berserker-Pfeile. Ja, da haben wir auch schon wieder Schlafpfeile bekommen. Sehr schön. Okay, was haben wir jetzt hier? Lawrence Prince aufspüren. Aber was ist, wenn du anfängst Ärger zu machen? Ach schade, der hat überlebt. Jawohl, Junge. Dem sein Ausholschlag ist schon krass. 10 Wachen durch wild gewordene Wachen eliminieren lassen. Perfekt, hab's der Herausforderung geschafft. Pass auf, weißt du was? Den da oben. Der ist an der Granate gestorben. Lull. Depp. Einfach nur ein Depp. Johnny Depp. Okay, der da hinten tanzt sich ein. Den hauen wir um. Hier ist irgendwo ein Schatz, aber ich weiß nicht wo. Oben oder was? Kann das sein? Der hat den Berserker-Typen auch gehalten, ne? Okay, kann ich hier einfach rein? Ja. Gut, wir nehmen mal die Schatzkiste mit. Und wir nehmen mal logischerweise den Aussichtspoint mit. Hm, ist hier James oben? Ne. Zünden. Gut, dann muss hier noch irgendwo eine Schatzkiste und ein Fragment sein. Nebenzu der Mission. Okay. Da hinten ist eine Wache, da hinten ist eine Wache. Aber nur ein Pfeil. Da komme ich nicht hin. Dann nehmen wir den wichtigeren. Luck. Komm, gönn mir auf jeden Fall noch einen Schlaffall, das wäre gut. Nee, 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 nee. Nicht einfach so hier rumjumpen, Kollege. Jetzt geh da hoch, danke. Hä? Und jetzt? Hä? Spring ich denn? Ah. Okay. Gut, und dann würde ich sagen, wir gehen hier mal oben einmal in die Etage. Nein, 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 nein. Okay, dann machen wir einen kleinen Umweg. Jetzt geh doch einfach da hoch, wenn ich dir sage, geh da hoch, oder? Hier oder die nächste? Schaut nach der nächsten aus. Als ob das nicht geht. Jetzt geh. So wie du gekommen bist, kannst du wieder gehen. Nee, das will ich doch gar nicht. Mann, Spiel, ich will, dass du da hochgehst. Nein. Sowas nervt mich, ey. Perfekt. Damit haben wir Kingston komplett erkundet.
Sehr schön. So, und jetzt müssen wir den Typen ausfindig machen. Ah, ich sehe schon da hinten irgendwo. Das heißt... Stay right there. Shit! Alarm! Na, nix Alarm. Alles gut, da brauchen wir keinen Alarm. Halt, warte mal, wo muss ich lang? Da muss ich lang. Hier ist er. Ich bin zu blöd, um durch ein Fenster zu klettern. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Ja, nur mit dem Unterschied, dass du jetzt tot bist und ich nicht. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Als ob. Robert! Ja, es sind so 2-3 Wochen. Ist klar. Da kämpft man nicht dagegen an. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Hä? What the fuck? Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Hä? Fuck off. Lass mich da laufen jetzt. So. Easy. Ich will natürlich den vorgegebenen Weg nehmen, weil der ist easy. Der ist ja so gedacht. Naja, egal, von hier. Arsch. Na. Und rein da. Na, schon, ist alles so geplant, als müsste man hier lang. Deswegen würde ich den Weg auch gehen. Der ist gut. Okay, da hätte ich jetzt über die Bäume gehen müssen. Ja. Ein bisschen Abweichung. Ein bisschen Abweichung ist drin. Pass auf, wir nehmen die Rauchbombchen. Alarm! Alarm! Das bringt nichts, dass du da Alarm schlägst, Kollege. Anonym werden. Okay. Gut, der andere da hinten. Der ist ein bisschen dumm. Die andere steht da dran. Und die interessiert niemanden, weißt du? Ah, sag ja, der ist dumm. Langsam wird's eng hier drin. Perfekt. Hast ihn wieder verloren, was? Hi. Robert ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute 2 Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Naja, die Chemie zwischen den beiden ist schon da. Mary... Gut, haben wir erledigt, wunderbar, 100%. Geile Mission, wie immer. Und weiter. Tod eines Handlungsreisenden. Erinnerungssequenz 5 beenden. Okay.
Sehr schön. Gut, damit sind wir Sequenz 6 durch. Wir haben Kingston durch. Wo sollen wir jetzt hin? Wieder nach Nassau oder was? Mhm. Okay. Wir sind jetzt, nee, nicht hier, sondern da. Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier dieses Dreieck mal mit. Und probieren mal das hier einzunehmen. Ansonsten haben wir ja sonst nicht mehr so viel. Ja, oder wir sagen, wir gehen einfach alle Forts an und gehen einfach den einen nach den anderen durch und hauen einfach alle Forts um. Schwierig. Und beim hier ist, glaube ich, auch noch ein Ort, der mir gar nicht angezeigt wird. Witzigerweise. Oder wir gehen zuerst hier hin und holen den ein. Der ist leichter. Und dann haben wir hier noch eine Stufe 2 vor. Und dann bleiben uns noch 3 Stufe 3 vor. Ja, das wäre schon interessant. Komm, wir machen den zuerst. Da wird's Bock drauf. Ich will einen Vor einreißen. So, jetzt haben wir genug ein bisschen Assassines-Zeug gemacht. Jetzt machen wir hier. Ne, das ist eine Schatzkarte. Okay. So, aber erstmal den Vor ansteuern. Jetzt will ich ein bisschen Pirat sein. Ne, der kommt nicht auf uns zu, der steht da. Naja, Kriegsschiff im Marsch, wir fahren nur dran vorbei. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Der hat eh noch Scheiß geladen. Oh, 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 da ist Land, 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 Land. Jo, machen wir. Weil der folgt uns sowieso nicht. Und das ist das Gute. Ich kann einfach wegsegeln. So, Reisegeschwindigkeit und gib ihm Singen. Geht nicht, weil ich noch im Fight bin. Ja. Jetzt aber. Singen. Ja, das ist was Neues. Ist aber auch kein Banger, muss ich zugeben. Na gut, Warnung, Sperrgebiet. Gut. Ich will noch kurz die Ressourcen einsammeln. Jawohl. Holz, wow. Hier. Oh, das war ein bisschen zu weit, glaube ich. Ja, wobei, hui, Alter. War gar nicht mehr so schlecht. Hier, nochmal, bam. Mercer Action. Okay, jetzt mal komplette Breitseite, würde ich sagen. Hier. Bam. Und nochmal. Und bam. Und nochmal. Weil es so schön war, so gut war. Und bumm. Und nochmal. Eigentliches Feuer. Denn der Feind hat ein Feuer. Und ich weiß nicht, warum ich so einen Scheiß daher singe. Aber es ist witzig. Was macht denn das Schiff jetzt hier? Geh weg da. Ich hab nicht nach dir bestellt.
Ja. Wir sterben, würde ich sagen. Wie schaut es damit aus, ne? Hast damit nicht gerechnet, gell? Okay, wo ist hier noch Ärger? Hier ist Ärger. Ah. Bitte? Ich will erst das Fort zerstört haben. Perfekt. Zum Entern halten. Na komm. Ja, ah, und ich will jetzt mein Schiff entern. Perfekt. Was haben die eigentlich geladen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht mehr sehen. Schade. Gut. Boom. Weg mit dir. Boom, weg mit dir. Mit dir. Und mit dir. Und hier dieses Ding hier. Ah, daneben. Okay. Dann machen wir Pistolen-Action. Alles klar. Pistole auswählen. Und bam. Und, ja, das war nix. Das war gut. Ching, 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 ching. Oh, 55 Metall. Und den nehme ich mit in die Quest. Oh, Flotte. Flotte, Flotte, Flotte. Flotte ist ein gutes Ding. Müssen wir gleich schauen, wenn wir das voreingenommen haben. Da sind ja bestimmt alle Missionen schon erledigt worden. So. Ja, da liegen so ein paar Sachen. Jo, die nehmen wir mit. Das war nicht wenig. Einmal drehen. Wir müssen einmal kurz hier wenden. Nehmen wir noch die eine Kiste damit. Weh, das lohnt sich nicht. Gib, 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 gib. Holz. Ah, okay. Das ist noch in Ordnung. Holz ist in Ordnung. So. Und jetzt machen wir. Autsch. Ey, das finde ich fies. Da war nichts. Das habe ich genau gesehen. Hier, andock. Andocken. It's time. Da, rein in die Olga. Und kann ich einfach durch? Nee. Offiziere des Forts eliminieren 2. Okay. Hä? Geht auch jetzt. Sehr schön. Shot. Irgendwie ist heute irgendwie so ein bisschen die Sniper-Folge, habe ich das Gefühl. Kann ich das nicht entnehmen? Ich will die Kiste jetzt mitnehmen. Okay, die wollen mir die Kiste nicht gönnen, alles klar. Dann holen wir uns sie später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Mal gemütlich nachladen hier. Da. Perfekt. Aua. Hä? Warte mal. Der stört mich schon mal nicht, weil ich bin echt gerade knapp beim Leben. Tür öffnen. Jetzt mal auf. Hallo. Geht doch. So, Feierabend. Mein Vor. Dann sagen wir an, was haben wir denn hier in diesem schönen Gebiet? Okay, wir haben 2 Tauchstationen, die wir nicht angehen können. Wir haben, was ist das? Ein Schwertwal, okay.
Wir haben hier eine Truhe und Grand Cayman als Ort. Das hält sich ja eigentlich alles in bester Ordnung hier. Die kann ich sowieso noch nicht ansteuern. Und dann gehen wir einfach direkt zu dem, würde ich sagen, nachdem wir hier waren. Sollen wir da zwei Dingens, zwei Assassinen, ein Ausguck, eine Taverne und ein paar andere Sachen. Jo. Und Schwertwahl. Für was brauche ich Schwertwahl nochmal? Herstellung. Knochengroßen weißen Hai. Kapuziner. Panther. Weißer Hai. Panther. Krokodil. Weißwahl. Gar nicht. Theoretisch brauche ich sie gar nicht. Aber ich meine, es gab irgendwo eine Sache von wegen Jag alle Arten von Fisch und alles Mögliche. Das heißt, wir werden den trotzdem mitnehmen. Einfach um ihn gemacht zu haben. Und ich frage mich ja, wann wir mal den weißen Hai kriegen. Bis jetzt habe ich ihn ja noch gar nicht gesehen. Wo der rumlungert. So, wir machen hier mal kurz ein paar Pfeile nach. Wir haben ja Knochen genug. Insofern müssen wir halt Knochen nachfarmen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Alle Schlafpfeile und jetzt haben wir noch die Berserkerpfeile schnell durch. Dann räumen wir den Ding hier aus, da haben wir noch zwei Fragmente und eine Truhe zu holen. Und dann schauen wir uns nach der Marinemission um. Und was die hier so zu bieten hat. Machen die natürlich Augle fertig und dann gehen wir da zu dem anderen Ort. Auf dem Weg dahin nehmen wir alles an Schatzkisten mit und am Ende machen wir den Vorlevel 3. Da bin ich ja ganz gespannt, wie das abläuft. So, können wir irgendwie... Okay, ich dachte, ich habe kurz die Quest angenommen. Zum Glück nicht. Lass mich mal alles loswerden hier. 2,6 für Zucker. Krass. Okay. Not bad, not bad. Wir haben einen Haufen Stoff, wir haben gut Holz, wir haben gut Metall. Können wir uns was leisten? Gut, da brauchen wir eh den Plan, haben wir noch nicht. 500 Metall bräuchten wir. Ja, das ist eine machbare Sache. Danach brauchen wir einen Plan, haben wir nicht. Haben wir? Stärke des Rammsporns wäre möglich, ist jetzt mir nicht so wichtig persönlich. Brauchen wir einen Plan? Haben wir? Wäre möglich. Wäre ja, fast möglich, okay. Stärke der Drehbasten wäre auch möglich. Okay, brauchen wir einen Plan, brauchen wir einen Plan. Brauchen wir Story. Brauchen wir Plan. Brauchen wir Plan. Der Rest ist durch. Okay, also ich würde tatsächlich noch ein bisschen sparen und mir die Breitseitenkanonen aufrüsten. So, dass ich danach quasi nicht mehr kann, bis ich den Plan habe. Und dann konzentrieren wir uns auf den Rest. Gut, Aussehen der Jackdaw ist mir jetzt gerade wurscht. Munition, haben wir irgendwas Wichtiges zum Nachfüllen? Dann haben wir den Mörser mit. Mörser ist gut, den Rest kriegen wir auch so, die schweren Kugeln. Ja, komm. Einmal voll machen. Gut. Dann haben wir das soweit. So, jetzt gehen wir das Zeug räumen. Wir haben 33.000 an sich, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch das Haus ausbauen müssen auf unserer Insel. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch übrig ist. So, einmal. Einmal die Kiste. Einmal das. Und die andere Kiste. Wunderbar.
So schnell kann es gehen. Fehlte ein Marineauftrag. Okay. Oh Leute. Kurz vorm Sterben. Schwierigkeit 4. Okay, kriegen wir auf jeden Fall hin. Seid gegrüßt, Freibeuter. Ein spanisches Schiff hat sich unrechtmäßig einiger Waren bemächtigt. Nun habe ich die entsprechenden Dokumente, die dies beweisen, zwar gerade verlegt, doch diese Waren gehören rechtmäßig mir. Seid versichert, ich entlohne euch angemessen, wenn ihr mir diese Waren zurückholt. Okay. Tun wir das. Ha? Haben wir das schon? Okay. Ich weiß dann nicht, was ich ihm übergeben habe, aber ich habe ihm irgendwas übergeben. Hier steht jetzt auch nicht unbedingt. Was ist? Habe ich irgendwas an Metall einbüßen müssen? Ah, okay, ich habe ein bisschen Holz einbüßen müssen. Ich habe irgendwas mit 400 gehabt. Na gut, das kann ich überleben. Das kann ich überleben. Das ist kein Thema. Okay, dann wollte ich noch ins Quartier gehen und die Missionen da anschauen. Einmal kurz unsere Flotte abchecken. Genau, wir haben ja neue Schiffe bekommen. Tempo, Frachtraum 25. Nee, den nehmen wir weg. Und das gleiche gilt für den. Gut, wir haben hier vergoldetes Steuerrad bekommen. Neues Schiffsupgrade verfügbar. Vergoldetes Steuerrad. Cool. Hier haben wir nichts bekommen. 900. 1600 und Rautensegel. Gott, sieht das scheiße aus. Aber hey, wir haben es bekommen. Sieht nach Koordinaten aus. Neue Schatzkarte wurde freigeschaltet. Okay. Da war nix. Da war auch nix. Stadt freigeschaltet. Annapolis Royal. Okay. Noch eine Schatzkarte. Und Lissabon. Okay, cool. Und Casablanca. Nymphen am Brunnen. Alles klar. Gut, ich muss sagen, wir haben einiges freigeschaltet, wie den hier, Portugal 2, Nordafrika. Gar nicht mal so wenig. So, wir reparieren mal unsere Flotte. Weil wir werden jetzt viel kämpfen müssen. Um die ganzen Sachen hier freizuschalten. Und wir brauchen ja auch noch Zeug zum Handeln. Wir haben ein bisschen was, aber... You know what I mean. Und wir müssen schauen, wo wir neues Zeug herkriegen. Aber interessant, dass man hier auch Sachen freischaltet damit. Wie jetzt die komischen Segel und was war das andere? Noch irgendwas? Also, naja. Gut, 600 bräuchte ich theoretisch für einen neuen Platz. Okay. Gut, wir nehmen den hier mal auseinander. Das reicht fast. Das reicht perfekt. Nehmen wir den. So, und tot. Easy. Perfekt. Gut, haben wir hier irgendwas Interessantes für uns dabei? Nein, 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 nein. Okay, dann südliche britische Kolonien. Wunderbar. Gehen wir rein in die Olga. Und tot. Wunderbar, 20 Wein, 5 Kristalle. Schön. Haben wir hier irgendwas Interessantes für uns dabei? Nein. Dann die östliche britische Kolonien.
Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ja, einmal so. Na, die Brücke hält was aus bei denen. Ja, die ist fast down. Okay, krass. Wow, die sind alle fast down. Ja, alles gut. Oh, der hat gerammt. Krass. Oh, die Spiegel. No. Jawohl. Der ist down. Der ist auch down. Weh, die Brücke stirbt jetzt nicht. Nein, sie geht noch. Sieg. Ja, gut, die Ausbeute ist okay. Und wir sind noch nicht mehr fertig damit. Gut, kurz reparieren. Da sind wir leicht ins Minus gegangen mit dem... mit der Aktion hier. Mit Leih meine ich sehr. Aber macht ja nichts. So, nochmal den ganzen Spaß. Der macht's quasi alleine, aber ich schicke ihn mal die Bright noch hinterher. Die Bright hat sich bis jetzt ganz gut bewährt. Sehr gut, der ist weg. Als ob der zweimal hintereinander schießt. Krass. Gut, down. Da haben wir jetzt wieder gut was gut gemacht. 30, okay. Na, ja, Status sicher. Gut, haben wir hier was Schönes für uns? Nein, 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 nein. Nein. Auch nicht. Okay. Ostkanada, da winkt uns sehr gut Kristalle. Wenn wir es richtig anstellen. So und so. Und einfach, weil ich es kann, nehmen wir ein drittes Schiff mit. Je schneller wir angreifen, desto besser. Und die Spiegel ist sowieso so übelst schnell. Als ob der eine Millisekunde zu langsam war. Ja. Zwischen. Perfekt, Brick is down und jetzt kommt die Pride. Als ob. Na, da sind wir schneller. Und down. Wunderbar. Sieg. 52 Kristalle. Und neuer Status, riskant. Gut, direkt nochmal. Oh ja, 1 gegen 1, easy. Und rein in die Olga. Bam, tot. Sehr schön. 35 Kristalle und ein bisschen Zeug. Wunderbar. So, haben wir hier irgendwelche neuen Sachen dabei? Theoretisch ja, aber die bringt mir nichts. Bringt mir auch nichts, bringt mir auch nichts. Okay. So, jetzt kommt das Schwierige. Portugal 2. Heimtückisch. Aha. Muss ich da mit meinem fetten Schiff rankommen, damit es funktioniert? Das tun wir gleich mal ausnutzen. Reparieren. Ja, genau. Mit der Dragon. Gegen die Dragon haben die eh keine Schnitte. Dann nehmen wir noch die Spiegel und... Komm, nehmen wir die Bright, die ist noch schnell. So, und... Dann würde ich da ein paar Fässer schmeißen, glaube ich, ist nicht so verkehrt. Der war gut. Jawohl, der hat gesessen. Okay, die hat ein bisschen mehr Leben. Das war gut. Na, jetzt greift der an, schade. Ah ja, die Dragon hält es aus. Easy. So, hier ein Geschenk und tot. Als ob. Na komm, Dragon, bomb den einfach weg. Ja, ist auch besser so. 60 Kristalle, jawohl.
Na, Status gefährlich. Okay. Dann das gleiche nochmal. Wir nehmen die Dragon. Wir dekorieren die mal kurz. Und nehmen noch die Pride. Und nehmen noch... Ja genau, die Spiegel. Die sind eigentlich ganz gut. So, die Spiegel ist so fucking schnell. Ist richtig gut. Jawohl. Ja, gut, da waren wir jetzt zu langsam. Aber die Dragon hält es aus, kein Thema. Wie die nur auf die Dragon gehen, ist schon klasse. Die ist halt so scheiße teuer in der Reparatur, die Dragon. Na, wenn die angreift, dann ist Feierabend. Sehr gut. Sieg! 45 Kristalle und ein bisschen was an Zeug und ihr müsst... Ah, nochmal, Junge. Jetzt gebt doch mal auf. Hier, 48 zum Reparieren. Das ist schon krass. Und die Pride und die andere. So, let's go. Unser teuflischer Dreier hier. Ja, das war nix. Kann gerne so bleiben. Perfekt. So, Pride macht den anderen kaputt und dann sind wir zufrieden. Dann haben wir neue Gewässer freigeschalten, auf jeden Fall. Perfekt. So. 30 nochmal. Ja, passt. Und jetzt sind wir hier im sicheren Ding. So, Portugal, zwei neue Handelsposten. 30 Stunden, willst du mich verarschen, Alter? Saint Malo und Agadir. 40 und 15. Okay, schicken wir doch da direkt schon mal welche los. Habe ich hier einen mit 40? Perfekt. Die La Franco und los geht's. Und du schaltest mir Agadir frei mit 15. Ja, die Breite brauche ich noch, die Espiegel. Ja, wobei, komm drauf geschissen. Hier, Pride, los geht's. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Gut, wir haben Nordafrika noch ein neues Gebiet. So, nehmen wir wieder die Dragon am Start. Und die Espiegel und die St. Louis. Ja, sogar weniger Schaden. Ja. Es ist die Frage, wirkt sich das jetzt auf alle drei aus oder nur auf dieselbe? Ich glaube, so weit haben die nicht gedacht. Ja, ja, schade. Ich dachte, die Dragon kommt noch zum Schuss. Ja, da rammt, Alter. Wieso gehen die nur auf die Dragon? Das ist doch krass. Als wäre das... Als wäre das so der Tank, ey. Jawohl. Alle down. Sehr schön. Riskant. Okay, einmal müssen wir noch. 44 in der Reparatur. Wahnsinn. Okay, aber wieder die Dragon, Spiegel und Louis. Los geht's. Für das eine Boot, aber... Safe ist safe. Weil gut, da muss eigentlich schon viel passieren, dass der Dragon von den kleinen Kanonen kaputt geht, aber... Ich würde die Dragon ungern verlieren. Gut. Was haben wir hier in Nordafrika? Quebec, okay. Kanarische Insel, aber das kennen wir schon. Kapstadt. Luanda. Und das war's. Okay, dann nehmen wir noch hier Quebec direkt. Mit 10. Ja, fast du, ist mir wurscht. Kapstadt mit 15. Ja, fährt die Louis, ist mir auch recht. Und immer 45. Jetzt wird's ein bisschen eng. 40, 70. Ne, dann muss die hier raus.
Die Portsmouth. Okay. Gut. Und dann haben wir nur noch hier den Südatlantik. Ja, nehmen wir die Pallas und den San Carlos und die andere hier. Let's go. So, Pallas schießt zuerst. Wunderbar. Direkt einen down. So muss das. Boah, Alter, Junge. Frech. Da rammt die mir einen Dicken rein, ey. Gut. Okay, einmal machen wir noch. Pallas wieder am Start. San Carlos, den wollen wir reparieren, den Dicken. Und ja, komm, so. Let's go. Das kleine Nussschälchen, da kriegen wir versenkt. Jetzt gehen die alle auf den Carlos. Was habt ihr denn gegen Carlos? Der hat doch niemandem was getan, Junge. Gut. Wunderbar. Alles safe, alles gut. Haben wir hier jetzt was Neues zum Freischalten? Nee. Puh, ja gut, jetzt würde ich halt gerne gucken. Was haben wir denn für Schiffe? Wir haben 30er Schiffe, 40er Schiffe, 40er Schiffe, 70er Schiff. Ja, das 70er Schiff, das wird schwer voll zu kriegen, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal, wo wir 30 am besten herkriegen. Wir sind auf 15, nee. Da haben wir jetzt alles verschickt. Portugal ist auch alles weg. Ostkanada. Hm. 45. Aber der gibt mehr Geld. Ja gut, müsste ich halt das hier nehmen, ne? Aber ist halt auch Schwachsinn, was macht die? Ja, ich glaube, ich nehme den. Den mit dem Dragon auf jeden Fall. Viel Spaß. Und 45 kriege ich mit denen aber nicht gestemmt, ne? Ne. Ist aber eine neue Mission. Ja, komm. Dann schicken wir da den 30er los. Das ist jetzt nicht so ein großer Verlust. Wieso ist hier schon wieder Gefahr? Da gibt es sowieso nichts, was sich rentiert. Und Golf von Mexiko. Ist auch genauso. Die kriege ich nicht los. Portugal. Haben wir alles. Nordafrika. Das könnte ich kriegen. Und das könnte ich kriegen. Ich glaube, das machen wir auch so. Pass auf, den San Carlos schicken wir darüber. Und den hier schicken wir darüber. So, jetzt haben wir alle Schiffe wieder rausgeschickt. Wir haben gut an Zeug, wir haben gut an Flotte und wir können für 600 noch einen neuen Platz kaufen, was wir auch, glaube ich, machen. Dann tun wir vielleicht noch das ein oder andere Schiffchen mitnehmen. 1000 für den nächsten Platz, okay, krass. Okay, gut. Damit sind wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal unterwegs. Mit Kenway Flotte 25 Handelsmissionen beenden, ab der Herausforderung. Wunderbar. Neue Anpassungsgegenstände im Mehrspielermodus. Gut, das interessiert mich jetzt wenig, ehrlich gesagt. So. Ich würde sagen, wir fahren den erstmal an. Dann machen wir die zwei Kisten und dann darüber. Das ist jetzt der Plan. Captain ist an der Lude und weiter geht's. Los geht's. Wir haben hier einen Hai zu jagen. Oder ein Wal oder was auch immer das ist. So, wieder ein neues Lied, ne? Ich kann nichts.
Wir sind schon da. Harponierziel anschauen. Ein Orca. Okay. Aber einen Orca jagen wir. Gut, erstmal flexen. Ne? Ohne flexen geht schon mal gar nichts. So, her mit dem Ding. Da ist es. Ah, das war nix. Da habe ich ein bisschen geschielt. Okay, der hätte eigentlich nicht treffen sollen. Na, nee, das war nix. Jawohl. Ja, doch, hat getroffen. Okay, krass. Gut, wo ist er denn? Links oder rechts? Und, ach komm. Vorsicht, Jungs. Der hätte sitzen müssen. Ich glaube, der mag uns nicht, Captain. Ja, verständlich, du schmeißt auch Speer auf den drauf. Wo ist er denn? Da ist der, an Backbord. Er ist eigentlich genau vor uns. Die Haken, sonst schlüpft er uns sehr auf der gut. Und den nächsten. Guter Schuss, Captain. Und den nächsten. Jetzt reißt er sich schon wieder ab. Mein Gott. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts. Okay. Tada. Oh, der war schön. Jetzt ist es ein Einhorn. Wir danken dir, virtuelles Orca, für deine Opfergabe. Schwertwall, Haut und können noch. Okay, gut. Wir haben es getan, um es getan zu haben. Jetzt fahren wir da. Wobei, rein vom Navigatorischen her ist es sinnvoller, das hier hinzukommen. Los geht's. Wie gesagt, aus diesem Schwertwahl-Ding können wir ja nichts herstellen, per se. Also. Höhle der Teufelsaugen. Achtung und zwei andere Variante. Okay. So, da hinten. Nichts. Ja, da frage ich mich echt, wann es diese Taucherglocke endlich gibt. Also, wir haben jetzt die Hälfte des Spiels schon erledigt. Und den Wurfhaken. Der fehlt uns auch noch. Was auch immer ich jetzt aus der Reisegeschwindigkeit rausgenommen worden bin, verstehe ich nicht. Wegen den zwei Nussschalen da links oder was? Die mich nicht interessieren, weil die nichts geladen haben. So, einmal kurz einparken wir. Und ein da. Gut, gut. In diesem Bereich ist echt wenig zu tun, wenn man die Tauchglocke nicht hat. Das ist echt einigerseits gut, andererseits schlecht. ...33 von 46. 13 Truhen fehlen uns noch. Das ist ehrlich gesagt nicht so viel. So, weiter geht's. Weiter geht's, Männer. Captain an der Lude. Es geht weiter. Was ist der? Verbündete. Genau, also wir gehen jetzt dann dahin, nach Grand Cayman, machen da alles und versuchen dann den hier zu erobern. Dann fehlen uns nur noch drei Teile der Map und dann haben wir hier alles. Mal gucken, vielleicht machen wir es heute noch. Ich habe irgendwie Bock, die Map jetzt aufzudecken. Dass wir einfach nur noch alles abbauen und einfach alles erkunden können und alles einsammeln können.
800 Meter bis zum nächsten Ding. 800 Meter bis zum Ziel. Die Lieder sind gerade nicht so die geilen, muss ich sagen. Ja, ist schon besser. Ja, drei rum, jawohl. Ganz wichtig, das sind 100 Real oder so vielleicht. Wenn überhaupt. Gut, und rein da. Juhu. Captain in der Salzlache. Ja. Ja, damit. I want it. I get it. Kurz auf meine eigene Map geguckt, ob ich auch nichts übersehen habe hier, aber schaut gut aus. So, und jetzt gehen wir da in dieses komische Gebiet. So, Captain an der Lude, es geht weiter. Und zwar nach Grand Cayman. Also, ist ja geradeaus, perfekt. Sehen wir eigentlich schon das Fort von hier aus? Nee, ne? Oder? Vielleicht? Ah, da hinten sieht man ein bisschen irgendwas. Ich weiß nicht, ob das davor ist. Hm. Oh, was bist du denn? Kriegsschiff, 200 Stoff. Ja, würde ich Stoff brauchen, wärst du ein geiles Ding, Alter. Aber ich brauche keinen Stoff. Zumindest Stand jetzt. Also wenn, dann brauche ich Stoff nur noch fürs Aussehen und das ist etwas, was ich ganz zum Schluss machen will. So, dann parken wir ein hier. Automatische Parkanlage. Gar kein Thema. Piep, 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 piep. So, perfekt eingepackt. Wundergeil. Schnellreise freigeschalten und ja, jetzt können wir uns mal hier. Eine Taverne, ein Aussichtspunkt, zwei Assassin-Missionen, sechs Truhen, ein Notenblatt und drei Animus Fragments. Mit dir zu reden bringt mir, glaube ich, nichts. Genau. Okay. What the fuck passiert da bei mir gerade draußen? Randalieren hier. So. Wo ist das gute Ding? Da oben. Oh, Moment mal, so komme ich nicht hin. Nein, Edward. Böser Edward. So ist gut. Perfekt. Und... Nee, das war nicht perfekt. Nee, das bringt mir nichts. Na komm. So. Und drauf da. Perfekt. Einmal sinken bitte, ja. Leute, ich bin mal kurz ein, zwei Minuten weg. Ich muss mal kurz gucken, was das für ein Krach war. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da.
War zum Glück nichts, zumindest nichts, was mich angehen würde. Kann sein, dass irgendwas beim Nachbarn umgeflogen ist oder so. Also es war ein besorgniserregendes, lautes Krachen. Aber es scheint irgendwas, ja, wenn überhaupt, dann beim Nachbarn gewesen zu sein. Egal. Solange es mich nichts angeht. Und solange keiner vor meinen Augen umgebracht wird, ist mir alles egal. Sollen die machen, was sie wollen. So. Wir clearen hier erstmal alles, was wir hier so finden. Ah, scheiße. Shanty ist abgehauen. Shanty, das ist fies. Nicht, wenn ich erst die Truhe plündere. Kriege ich die noch? Oder ist schon zu spät? Ah, noch fliegt sie, noch fliegt sie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Edward, du bist zu lahmarschig. No, okay. Schade. Aber gut, war ja zu erwarten. So, dann gehen wir erstmal das andere Zeug holen. Ist kein Thema. 2 von 3. Jetzt geh doch da hoch, Junge. Hallo? Edward. Ganz schwer aus dem Ding rauszukommen, verstehe ich. Würde ich auch nicht schaffen. So, dann haben wir da hinten noch ein Zeug. Komm, markier's. Danke. Ja. Holen wir erstmal das da hinten. Gut. Na komm. Leg uns an zu, Kollege. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das Notenblatt schon neu gespawnt ist. Ist es das denn? Scheint zumindest. Hä? Jetzt fliegt sie in die andere Richtung. Bies! Hey! Das ist Betrug! Fliegt's auf einmal in die andere Richtung, da. Gute Stück Kacke, ey. Wahnsinn. So. Hier, komm. Los geht's. Erbeuten. Na, wo ist er denn? Da unten oder was? Oben? Gehen wir mal. Wo bist du denn? Da unten. Und wie soll man an dich rankommen? Aha. Gutes Versteck. Gut, noch zwei Truhen haben wir. Die andere steht hier genau quasi hier neben dran. Perfekt. So, und da hinten ist noch was. Wieso auch immer das jetzt in einem roten Gebiet ist. Wo hier niemand ist. Na gut. Komm ich da hoch? Perfekt. Gut. Dann fehlt uns nur noch das eine scheiß Shanty, was uns verarscht hat. Und die Taverne.
Wo ist denn die Taverne hier? Hier? Okay, aber dann kann ich die noch gar nicht freimachen. Warum das denn? Ganz komisch hier. So, den Arsch habe ich jetzt. Okay. Captain Kidd. So. Dann schauen wir uns doch mal hier die Assassins-Missionen an. Was die uns hier zu bieten haben. Dieses Zwillingsdilemma. Die Thompson-Brüder, bekannte Schmuggler und Templer, besuchen die Cayman-Insel, um ein lukratives Geschäft abzuschließen. Findet sie und setzt ihren Intrigen ein Ende. Okay. Ah. Vielleicht schaltet man so die Taverne frei. Okay, der eine ist da hinten, ja. Der andere ist da. Du bist tot und... Na, das war nix. Haben wir gleich. Na, das war der Dicke. Ich hab den anderen vielleicht ausschalten sollen. Okay, Ziel eliminieren. Easy. So. Na komm. Jetzt müssen wir hier aufräumen. Ich drück doch Kreis. Jetzt hat's gezählt. Komisch. Perfekt. Okay, aber scheinbar fehlt mir irgendwas, weil ich habe auch die zweite Mission hier nicht. Okay, hier steht Prerequisite, irgendeine Mission. Okay. Na gut, dann sind wir hier erst einmal fertig. Mehr kann ich hier nicht tun. Das Spiel sagt nein. Dann, ja, machen wir noch den Fort, würde ich sagen. Und 50.000, Alter, das ist gar nicht mal so wenig. Das ist echt lukrativ. So, also. Na schau mal hier. Templerjagd. Muss ich vielleicht den anderen hier erledigen dafür? Um dann quasi dort... Ach, keine Ahnung. Egal. Ich will jetzt auf jeden Fall, was ist das? Ein großer weißer Hai, jawohl. Und dann machen wir hier die Burg. Alles klar, let's go. Großer weißer Hai. Ja, das tut mir leid. Was hast denn du geladen? Weil du hier gerade so stehst. Okay. Das interessiert mich nicht. Gut. Das hat er uns sogar verziehen, dass wir ihn gerammt haben. Schau mal. Das ist doch ein Gentleman, ha? Okay, aber der da rechts ist, glaube ich, keiner. Metall 105. Das wäre eigentlich interessant. Aber hier ist ein weißer Hai. Gib. Ich wollte euch nicht machen. Na gut, dann machen wir euch. Wenn ihr das unbedingt wollt,
Ich brauche mal wieder so ein großes Ding in meiner Flotte. Ah, hat keine Schnitte, das Ding. Nix kannst du. Und fertig. So, ja, nix kann das. Nix. So, und rein da. Gegnerische Crew töten, Flagge des Feindes zerstören, gegnerische Offiziere töten. Alles klar. Bam. Erledigt. Du bist down. Ah, das war nix. Na komm, ein bisschen höher. Höher, höher, Jungs. Höher. Ah, das wird nix. Na gut. Rüber da. Wunderbar. Und drauf. Wir machen erst die Flagge. Wir haben einen Kenny verloren. Okay, ist glaube ich nicht so schlimm. Werden wir überleben. So. Nee, hier halt. Runter. Zerstören. Nehmen wir da. Weg damit. Kurz nachladen. Gut, und jetzt runter hier. Ja, irgendwie so runter, dass ich vielleicht nicht unbedingt sterbe dabei. Kann ich hier so eine geile Session machen? Jawohl. Perfekt. Ja, die verlieren, ja, wir verlieren gut Leute hier. Yeah. Die wissen sich zu verteidigen. Wahnsinn. Gut, noch zwei. Dann bietest du dich doch an. Perfekt. Und du dich auch. Easy. Mächtig geil. So, 1000 Reels, 105 Metallen, 95 Stoff, 10 Rum und sonstige Zeug. Und wir nehmen das Riesending natürlich in unsere Flotte auf. Hier, mein 13. Lieblingshut. Viel Spaß damit. Drei Kriegsschiffe besiegen. Alles klar. Wie gemacht. Perfekt. So. Kann ich jetzt meinen weißen Hai machen? Jetzt kann ich meinen weißen Hai machen. Perfekt. Gib meinen weißen Hai. Da singen sie direkt schon. Jo, den nehmen wir mit und machen wir direkt harponieren. Bindet die Harpunen los! Bindet die Harpunen los, 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 los! So, weißer Hai, deine Zeit ist gekommen. Oh, du bist ein Riesenviech. Komm her. In dein Arsch. Sehr gut. Okay, links oder rechts, Leute? Links oder rechts? Oh, genau vor uns, glaube ich. Du, what? Ja, das glaube ich. Wo ist er? Da. Da ist er, an Steuerbord. Na, das war nix. Komm her, komm her. Ah, du Arsch, Alter. Du Arsch. Jawohl. Aber ihn. Ja, ja, ja.
Bam. Und nochmal. Bam. Ah, ja, ja, ja. Wo ist er? Er ist da lang. An Steuerbord. Nein. Oh. Die Haken. Sonst schlüpft er uns auch davon. Aber gerade noch so, Junge. Aber gerade noch so. Nee, das war nix. Nee, das war nix. Jetzt hör auf, nach links auszuweichen. Du Hund. Junge. Der Bastard hat das Seil zerrissen. Der ist nicht so einfach. Was ist das vor übrigens? Wie soll ich das countern? Ich kann doch gar nicht so... Okay, ich kann so tief. Ich würde sagen, ich kann nicht so tief, aber es geht doch. Gut, dass unser Boot resistent ist. Da ist er, an Steuerbord. Na, komm näher, komm näher. Ich hab dich getroffen, Junge. Gebt ihm nochmal das Eisen. Alles klar, okay. Noch einen Schuss, dann müsste er eigentlich... Ja. Dann ist er auch dahin. Unser erster Weißer, jawohl. Hoch mit dem Ding. Jawohl. Die Mannschaft hat was zu essen. Alle Arten von Meerestieren harponieren und erledigen. Da haben wir es doch. Sag ich doch, das, der Orca war nicht umsonst. Auch wenn er nichts mit Herstellung zu tun hat, was ich eigentlich schwachsinnig finde. Jedes Tier hat irgendwas mit zum Herstellen zu tun, bis auf den Orca. Ah. So, jetzt will ich aber wissen, ob wir die Dreier erobern können. Ob wir stark genug sind. So, wie weit kann ich damit... Ja, noch nicht. Ah, noch nicht, jetzt. Allein die haben eine Reichweite. Ihr habt gar keinen Schaden gemacht. Eieiei. Hä? Wieso kann ich nicht mehr mörsern? Hallo? Oh, weil eine scheiß Welle kommt. Oder? Nee. Hä? Mörser? Hallo? Ach, egal. Ja, ich weiß, danke. Ist nicht mein erstes Vor. Na gut. Dann halt auf die alte Art und Weise. Wenn mein Mörser auf einmal nicht mehr funktioniert, dann machen wir es halt so. Sehr schön. Bam. Und nochmal. Ja, wir müssen kurz umdrehen. Da kommt eine Wand. Beziehungsweise Land. Ich kann keine Mörser benutzen. Warum auch immer. Sehr schön, der war gut. Ja. Und nochmal. Der war gut. Und nochmal. Perfekt. Und noch einmal. Ah, der da hinten lebt noch. Schade. Ja. Der war nicht gut. Alter. What the fuck? Ihr habt 5 Leute in der Crew verloren? Wegen einer Welle? Okay, der hat's halt voll weggeschwemmt, ne? Aber gut. Alter. Also das Vor macht mir keinen Schaden. Die scheiß Welle hat mich voll umgelegt jetzt gerade. Na komm. Ah, also. Das Vor ist ja gar kein Thema. Wenn es jetzt hier nicht gerade am Stürmen ist wie Sau, dann ist es gar kein Ding. So. Tod. Tod zerstört und verderben. Ja, nichts wie Riesenwelle, Backbord. Wir gehen jetzt nach Hause da. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Wo ist denn der Eingang? Jetzt sag mir nicht die andere Seite. Ja, wir drehen ja schon, wir drehen schon. Schneller, 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 schneller. Bevor es wieder 5 Kennys wegschwimmt. Ja, Riesenwelle am Arsch, easy. Kein Ding. Die Jackdaw kann das ab. Gut,
Jetzt landen wir an hier. Also andocken. Gibt's an? Ja, auf dem Boden nicht diese Markierung gesehen, die sonst immer angezeigt wird. Na, halb so schlimm. Let's go. Holen wir uns das Ding. Stufe 3 vor, gar kein Thema. Der große Gegner war hier. Das Wetter. Na. Achso, du bist gar keiner von denen. Ups. Irgendwie dachte ich, du bist einer. Naja. Schon mal nachladen währenddessen. Solange wir alle hier rennen. Hä? Wo ist denn der hin? Klar, der ist da vorne noch. So, tot. Na komm, geh da hoch. Nein, nein! Peace. Böse. Das tun wir hier nicht. Wow. Junge. Schau, das Land gewünscht. Ja, kurz mal in Ruhe nachladen. So, rein da. Ich bin anonym, Spiel. Echt jetzt? Was wollte ich jetzt sagen? Bam. Und klack zwischen die Augen. Easy. Mein Vor. Dann zeig mal an, was wir hier haben. Schätzchen, das. Okay, und schon wieder nur Tauchsachen. Krass. Okay, was ist das? Noch ein großer Weißer? Okay. Zwei Animus-Fragmente, zwei Schätze. Das war's. Boah. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die anderen drei auch noch auf. Und dann erkunden wir noch die restlichen Orte, so viele sind es nicht. Dann bleiben uns nur noch diese Tauchgänge übrig. Ja. So oder so ähnlich. Wie viele weiße Haie brauche ich eigentlich? Okay, also noch ein für Gesundheitsupgrade. Knochen des großen weißen Hais. Ja gut, das ist ja wurscht. Oder warte mal. Ne, okay. Also hier brauche ich noch einen und hier brauche ich noch zwei. Also insgesamt drei. Okay. Okay, also noch drei weiße weiße Haie. Okay, kriegen wir hin. Schiff reparieren. Okay, es wurde schon repariert. Sehr gut. Und wir können die Breitseitenkanone aufbessern. Das wollte ich tun. So, jetzt brauchen wir die Voraussetzung Plan. Haben wir nicht. Jetzt bräuchte ich hier Metall. Dann könnte man den Rammsporn noch machen. Und danach bräuchten wir den Plan. Hier brauchen wir wieder den Plan. Das haben wir schon. Oder halt den Mörser. Das wäre vielleicht sinnvoller als ein Rammsporn. Oder die Drehbassen. Das wäre auch noch so ein Ding. Genau, und sonst Lagerung, brauchen wir Plan. Und das war's. Joa, Aussehen der Checkdown. 500 und 25 Holz. Ja, gut. Wie gesagt, die ganzen Sachen hier finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, komm, das können wir machen. Das bisschen Kleingeld haben wir.
Rautensegel, genau, das haben wir freigeschalten. Weiße Segel, Elite. Für die Beendigung aller Marineaufträge, für die Beendigung von Community-Herausforderungen. Okay. Voraussetzung Plan. Für die Beendigung von Community-Herausforderungen. Plan. Für die Plünderung von 3 königlichen Konvois. Von Kenways Flotte gesammelt. Für die Beendigung von Community-Herausforderungen. Okay. Ja, so ein so ein Ding kann ich noch aus den Flottendingern holen. Satz graue Segel, Ledersegel, zerfetzte Segel, Scharlachsegel. Ja, gut, die kann ich mir noch holen. Lass mal da so ein bisschen auch auf das gehen mittlerweile. Ich sag mal, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich will auch das Stoff so ein bisschen loskriegen, dass ich den vielleicht, wenn ich den nicht mehr brauche, einfach verkaufen kann, tatsächlich. Zerfetzte Segel. Graue Segel, RG 500 für die grauen Segel, das ist halt krass. Ledersegel 300. Mhm. Okay. Gut, die Elite-Segel will ich wieder ansetzen und genau, 500 Stoff brauche ich und 5000 für die grauen Segel. Danach habe ich keine Segel mehr zum Kaufen und hier haben wir nur noch die Galionsgeschichten. Es kostet alles Holz, es kostet alles Metall. Wieder Holz, Holz, Metall, 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 Metall und das eine ist nur noch Stoff. Gut, das heißt, wenn wir die 500 Stoff zusammen haben, dann können wir, ab da können wir Stoff verkaufen. Das ist gut. Okay. So, wir können theoretisch die 13 rum da wegkriegen. Ist jetzt nicht die Menge, aber hey. Das ist ja nix. So. Natürlich wieder verbessert das gute Ding. Wundergeil. Gut, dann nehmen wir jetzt noch diesen Ort hier kurz leer. Ultimative Kanonenbestückung erworben. Segel mit roten Streifen erworben. Okay, keine Ahnung. Wird schon passen. So. Einmal. Truhe. Ist die hier? Ach da. Truhe. Und die letzte noch. Ah, das wird so nix. Na komm, Kenway. Los geht's. Oder was? Jo, tatsächlich. Okay. Gut. Haben wir hier alles gelootet. Dann haben wir natürlich noch die Marineaufträge. 2 Stück. Gut, aber die machen wir heute nicht mehr. Die machen wir dann gleich zu Anfang beim nächsten Mal. Aha. Eine riesen Fregatte da hinten. Kriegen wir die tot? Kann ich die einfach entern? Das wäre witzig. Weil die ist tatsächlich tot. Den Segeln nach zu urteilen. Okay, ne, die haben es so zerschossen, dass es komplett tot ist. Einfach untergeht. Aber. Frag für einen Freund, aber. Loot kann ich nicht mitnehmen. Ne. Okay. Wäre krass, wenn ich einfach hier quasi campen kann.
rein vor, einfach alles zerstört, damit ich einfach nur noch rausfahre und mitnehmen, weißt du, wie ich meine? Da hinten fährt auch noch ein gutes Ding. Ja gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, es geht dann nächstes Mal weiter, hier direkt mit der Marine-Mission und wir machen das vor hier fertig, so gut es geht, es sei denn, es ist wieder irgendwo eine Blockade oder was, storytechnisch. Und dann würde ich sagen, wir machen die anderen Forts noch fertig. Weil es sind ja nicht mehr so viele. Beziehungsweise schauen vielleicht, dass wir den weißen Hai oder was noch rauskriegen. Den brauchen wir noch ein paar Mal. Wir holen hier auf jeden Fall das Zeug, was hier noch rumflackt. Die vier Punkte. Landen hier mal kurz an, weil wir eh dann da sind. Gehen dann zu dem vor. Checken das andere ab. Ich schätze mal, das wird hier auch wieder so ein Tauchding sein. Fahren dann darüber, checken das ab und fahren darüber, checken das ab. Ich will alles erobert haben und auch alles eingesammelt haben, zumindest was hier so wie hier jetzt so auf offener See ist. Ich will die ganzen Wale und so weiter alles erledigt haben und irgendwo muss ja hier irgendwo diese Kapuzineraffen und Panther geben für unsere hier Herstellungsgeschichte, was uns noch fehlt. Halt nicht Inventar, hier Erstellung. Hier, wer braucht es? Hier, Kapuzineraffen für die Berserker und Panther für die Schlafpfeile. Gut, das können wir sowieso noch nicht, aber da wäre theoretisch auch noch Panther. Hier brauche ich noch einen Weißwal und hier brauche ich noch einen roten Brüllaffen, wo auch immer der Geier rumeiert. Aber dass wir das Zeug auch in Angriff nehmen. Vielleicht erobern wir noch das ein oder andere Schiff auf dem Weg. Holen noch ein bisschen Materialien, schauen, dass wir die Jackdaw ein bisschen ausbessern. So ein Geschichtending wird es und ja, dann irgendwann machen wir die Story weiter. Ja, so schaut es aus, so sieht der Plan aus. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und ja, bis dahin.